Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Da sind wir wieder an der Brücke am Quai, hier bei den Leuchtfeuern. Und das haben wir in der letzten Folge gemacht, haben hier diese Feuerschalen aufgesetzt. Sagt man das so, aufgesetzt? Ich gucke mal. Wir brauchen auf jeden Fall hiervon noch ein bisschen Stein und wir brauchen auch den anderen Stein. Das heißt, wir müssen nochmal hochgehen, denn wir wollen heute ja die Pfeiler noch ein bisschen verstärken. Ja, ihr hättet ganz viel geschrieben. Zum Beispiel, dass ich dieses Gebäude mal instand setzen soll. Das ist nicht ganz unrichtig. Das ist ja unser erstes Gebäude. Das müsste eigentlich mal instand gesetzt werden. Das kann eigentlich so nicht bleiben. Das ist schon richtig, aber wir gehen jetzt kümmern uns jetzt erstmal um die eine Sache, ehe wir die andere Sache beginnen. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Brücke. Wir brauchen noch welche von, hatte ich ja gesagt, von den Steinen hier. Und zwar maximal 64 Stück. Dann brauchen wir noch welche von der 30. Habe ich die eigentlich auch unter Favoriten? Das sind doch die hier, ne? Das ist die 37. Ah, jetzt habe ich schon wieder ein anderes Lied gemacht. Ja, das wird mir noch einige Male passieren. Ich mache nochmal ein anderes Lied. Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist die 37 und war das andere nicht die 30? Oder bin ich jetzt total plätt? Moment, ich guck mal. Das sind ja die hier. Das ist ja wieder ein ganz anderer Block. Das ist doch wieder ein ganz anderer Block, oder? Das ist doch wieder ein völlig anderer Block. Das ist doch so einer. Wo habe ich denn die verwendet? Pem. Mitnehmen. So, schauen wir nochmal runter. Wir haben jetzt erstmal welche von den Grundsteinen. Wo habe ich denn den abgebaut? Wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Ach, hierfür habe ich die verwendet, ne? Die habe ich hierfür verwendet. Ah, okay. Und da habe ich auch die verwendet. Und das ist der Block 30. Sag ich doch. Da brauchen wir also noch welche von. Nun hört doch mal auf, irgendwie so einen Käse zu erzählen. Wieder ganz hoch. Schön, dass ihr wieder eingescholten habt. Hier bei Rising World. Da hinten ist die Holzbank. Na, da können wir die ganzen schönen Balken und sowas machen. Und ich glaube, ich habe die 30. Nee, habe ich gar nicht da. Stein. Ziegelstein. 31. 30. Da ist er doch. 64 mal. Zack. Und den setzen wir uns auch gleich immer auf Favorit. Als Favorit. Favorisieren wir gleich mal, wollte ich sagen. Ja, gut, Freunde. Jetzt gehen wir runter. Und das geht ja hier sehr gut, ne? Wir haben ja hier diesen Abgang. Untergang. Der Untergang. War auch ein Film. Und die Kuh ist irgendwie weg. Die Kuh ist weg. Und warte mal. Hier, warte. Ah, siehst du, so kann ich sie abbauen. Alles klar. Dann können wir auch theoretisch diese Leiter nochmal abbauen und die nochmal einen hochsetzen. Ich mach das einfach mal. Ich Moment, wieder runter. Runter. Kann ich die jetzt abbauen? Ja. Huips. Huips, sagt der Mann. Abbauen. Ah, nee, noch nicht ganz. Jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir ganz runter. So, bauen die ab. Ah, es geht doch wunderbar. Ist doch einwandfrei. Und jetzt kann man die nämlich passend hinsetzen. Passig. Auch, man sagt auch passig. Nicht passiv, passig. Ich drehe die mal. Wie rum ist ja egal, ne? Oder gibt es da auch noch einen Unterschied? Ich weiß es nicht genau. Jetzt machen wir das Gitter an. So. Ja, so. Zack. Zack, und jetzt müsste es hier oben noch genau passen, oder? Ja, ich gehe ein bisschen runter, warte. Da meckert er immer so ein bisschen rum. Wenn man zu nah dran steht, das ist das Einzige bei Rising World, was nicht so ganz glatt läuft. Ach, guck mal, das sieht doch gut aus. Das könnten wir natürlich jetzt hier theoretisch... ja, so. Eins. Okay, und da machen wir den zweiten hoch, ne? Dann ist das hier so ein bisschen verziert. Wie machen wir das jetzt hier? Ziehen wir das jetzt nochmal raus? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, wir müssen die Pfeiler noch ein bisschen rausziehen. Ich werde mich eilen. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. So und so wäre doch richtig, ne?
Und hier wäre dann, das können wir gar nicht setzen. Da kann ich, das kann ich gar nicht setzen. Ist ja entsetzlich. Aber so geht es, ne? Das brauchen wir ja dann einmal so, genau. Da in die Mitte brauche ich nichts rein. Wir sind ja hier nicht in Minecraft oder so. Kann ich das jetzt auch bis oben hinziehen? Kann ich, ne? So hoch. Okay. Jetzt nehme ich mir den anderen Block, den hier, den 64er. Gib mal den 64er Block rüber. Mach das so. Zack, ist ja richtig, ne? Hier auch. Ja, das von oben geht ganz gut. Geht ganz gut. Also von oben geht es ganz gut. Ich nehme schon die Bausprache an hier. So, sehr schön. Zack. Jetzt könnte ich mir hier auch theoretisch ein Gerüst hinstellen. Wir haben nur extra Gerüste gebaut, ne? Wartet mal. Lass uns mal mit Gerüsten arbeiten. Wir arbeiten mit Gerüsten. Warum will das da nicht hin? Und wenn ich das jetzt hier in der Mitte auch hinstelle, so ein bisschen. Oh, wartet mal. Kommen wir da nicht sogar zu nah zusammen? Oh. Ich baue hier mal ein Gerüst hin. Ich baue genau hier ein Gerüst hin. Wartet mal. Ja, ihr wartet ja schon, ich weiß. Hier bauen wir ein Gerüst hin. So. Dann können wir doch jetzt da hinten ins Gerüst einsteigen, oder? Komme ich hier durch? Können wir nicht. Okay. Wieder abbauen. Einmal drehen, ne? Ich glaube, ich drehe das einmal. Das ist einmal drehe. So zum Beispiel. So ist besser, ne? So besser. So ist besser. So soll es wohl gerade sein. Kommt mir immer irgendwie noch schief vor. So. Und das andere dann so, ne? Oh Gott. Was für eine Konstruktion. Aber man kann dran hochgehen, ne? Und jetzt können wir das doch hier im Grunde abschließen. Ich hole mal die Blöcke, die ich brauche. Okay, wir müssen, glaube ich, hier hinten müssen wir hochgehen so ein bisschen, ne? Und zwar mit diesen hier. Da oben käme der dann ja... da käme jetzt ja der andere drauf. Der hier. So, der kommt da hin. Ist jetzt so ein bisschen aus der Ferne gebaut, ne? Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem hin. Warte mal. Nicht, dass ich hier runterballere. Das sieht ganz gut aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und dann... den hier und wieder das andere Teil, den hier, ne? Und hört ihr das Huhn, wie das immer rumgackert da? Total albern, dieses Huhn. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, ich schwebe ja über dem Ganzen, oder? Oha. Also so ganz ausgegoren sind die Gerüste noch nicht, ne? Ich will hier nicht runterfallen, Freund. Oh, ich schwebe einen Meter über dem Gerüst. Oha. Oha. Oh, was? Was? Oh, nichts passiert. Ja, wenn ich den Pfeiler nämlich so breit mache, dann werden die hier fast zusammentreffen, oder? Sehe ich das falsch? Warte mal, wenn ich jetzt hochgehe. Ich gehe wieder hoch auf dem verdammten Gerüst und das ist eh schon so ein bisschen so ein Wagnis, hier mit dem Gerüst zu arbeiten. So. Ich sehe gar nichts. So, wartet mal. Baue mal einfach hier einen dran, ja? Ganz einfach mal. Eins. Ja, das Problem ist, die beiden Pfeiler werden dann schon zusammen, ne? Weil hier wäre unser erster Pfeiler. So, sozusagen. Da, weil das ist ja gerade... Es sieht gerade alles ein bisschen schief aus. Aber ich glaube, es ist richtig. Oder ich setze den halt weiter nach hinten. Kann ich auch machen. Dann müsste ich aber das alles wieder wegnehmen hier, ne? Müsste das alles wieder weg. Ich stürze hier hundertprozentig ab. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay. Hat gerade. Warum stehe ich denn so weit über dem Gerüst, sag mal? Okay, ich gehe mal runter. Ist ja dann gar nicht so hoch. Also Gerüste sind echt noch so ein bisschen. Ich weiß nicht. So ganz passt das noch nicht, oder? Habe ich da nur den Eindruck.
So, der andere Pfeiler müsste ja dann hier hinten im Grunde dran, ne? Das heißt, ich würde den theoretisch... Geht das? Wenn ich den hier beginnen würde, sozusagen. Hier, so versetzt. Da komme ich ja nicht hoch. Da komme ich ja nicht hoch. Also, dass der Pfeiler so breit ist, ist schon gar nicht so schlecht. Ich baue das mal ab. Und das obere bleibt natürlich dann in der Luft hängen, klar. Logo ist ja... Kann man sich ja, das kann man sich ja vorstellen, ne, dass das dann so genau passiert. So, hier käme mir dann auch noch ein Pfeiler hin, ne? Also ich finde, der Pfeiler ist eigentlich so schon ganz cool. Ja, der ist schon so nicht schlecht. Wir müssen den anderen doch, glaube ich, daneben bauen. Ich glaube, wir müssen den anderen doch daneben bauen. Weil sonst sieht das blöd aus. Wenn ich die jetzt so versetzt hinbaue, dann müsste ich ja hier irgendwo anfangen, ne, mit dem Pfeiler. Man sieht sie hinterher nicht mehr. Das ist ja das Allerbeste an der ganzen Geschichte. Warte mal. Ich baue mir mal ein Gerüst hier hin, glaube ich. Ich baue mal ein Gerüst hier hin, damit ich einfach mal ein bisschen an Höhe gewinne. Wir müssen ein wenig an Höhe gewinnen, Freunde. Ja, Rising World ist ein absolutes Frickelspiel. War es schon immer und wird es vermutlich auch immer bleiben. Es ist sehr, sehr zeitintensiv und man kann da Stunden mit so ganz einfachen Sachen verbringen. So, und wenn ich den jetzt nämlich jetzt hier hinsetze, da komme ich jetzt dran. Ach so, na klar. So, den setze ich jetzt hier hin zum Beispiel. Ich kann das natürlich auch gleich bis unten hinsetzen, so ist nicht. Da habe ich die Macht, ne? Also das kann ich machen. Der ist ja hier, das ist richtig. Es ist ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist zwar schöner so, wenn die so richtig schön abgestürzt sind, aber wir sehen es ja hinterher nicht mehr, ne? Wenn wir über diese über die schöne Brücke reiten. Wir sehen es ja hinterher überhaupt gar nicht mehr. Autsch, mehr. Und schaut mal, hier sind wir gar nicht bis zum Boden runter. Das macht aber nichts. Das machen wir dann einfach so. Habe ich noch welche von denen? Ja, habe ich noch. Sehr gut. Ja, und es ist ein Spiel einfach zum Entspannen. Ich hoffe, ihr könnt auch entspannen bei dem Let's Play hier. Und dreht nicht durch, ne? Also nicht durchdrehen, Freunde. Das ist ganz wichtig bei diesem Spiel auch. Ihr müsst Geduld mit mir haben. Ach so, ja. Noch mehr Geduld als sonst immer schon. Ich habe gerade auf das Mittelraum-Mausrad gedrückt. Das konntet ihr natürlich jetzt nicht sehen. So, und hier machen wir nämlich jetzt Folgendes. Hier müssen wir auf der Höhe. Muss der im Grunde weg? Das sind so die Details. Der muss weg. Da kommt so einer hin. Und hier dann so... So und im Grunde noch so. Das brauchen wir aber nicht mehr groß machen. Hier unter müssen wir natürlich dann noch sowas packen. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Und hier gehen wir wieder hoch, ne? Und theoretisch gehen wir hier hinten, da gehen wir auch nochmal hoch. Da können wir mal gucken, wie weit wir da überhaupt gehen müssen. Ganz hoch, ja, sehr schön. Wir müssen ganz hoch gehen. Damit es auch authentisch ist. Und ich glaube, eine Leiter ist echt besser als so ein Gerüst, oder? Kann das sein, Freunde? Guck mal, den kann ich doch noch hier drauf packen. Ich habe auch hier keinen Inventory-Freak. Das ist ärgerlich. Okay, das haben wir hier drauf. Dann können wir hier hoch. Auch hier ist der Inventory-Freak nicht... Guck mal, ich stehe hier auf dem Brett drauf. Das kann ja alter werden. Oh boy. Da, 26 Stück habe ich noch. Komm mal noch einen Tuck weit. Ist das richtig so? Ganz runter? Ja, war schon richtig, ne? Das war schon richtig. Ob das oben passt? Gute Frage, nächste Frage, Freunde. Gute Frage. Passt das oben? Keine Ahnung. Vermutlich? Vielleicht? So, wir bauen hier einfach auch noch so einen Stützpfeiler hin. Hier können wir einfach runterspringen. Es ist gar nicht hoch, das Gerüst. Ja, doch, das passt schon, ne? Das passt schon. Und dass die Pfeiler so ein bisschen versetzt sind, ist auch gar nicht schlimm. Finde ich jetzt. Also, das ist halt baulich in Ordnung, möchte ich sagen. Schönes Lied. Ich hoffe, ich unterbreche das jetzt nicht gleich wieder. Guck mal, da haben wir den Pfeiler auch schon fertig. Und die Brücke wirkt schon um einiges stabiler.
Wo bauen wir jetzt den dritten Pfeiler hin? Machen wir hier überhaupt noch einen Pfeiler hin? Das sind alles so Fragen, die einen beschäftigen. Wir machen auf jeden Fall, machen wir hier wieder einen Pfeiler auf jeden Fall noch. Also auch zwei meinetwegen, wie ihr das wollt. So, ne? Dann geht der dann hier hoch. Das Problem ist, wenn wir diesen Pfeiler jetzt voll ausbauen, könnte es sein, dass wir da Schwierigkeiten kriegen, dass wir dahinter noch langkommen, ne? Und vor allen Dingen, weil wir hier noch einen Stein von haben. Naja, gut. Ach, guck mal. Hier, seht ihr das? Warte mal. Licht, ne? Light. Da ist das Huhn. Da, es hat sich ein Loch gebuddelt. Es brütet hier wahrscheinlich. Oh, ich bin voll am Verhungern. Tun. Warum sagt ihr denn nichts? Dass ich hier gar keine Nahrung mehr in mir habe. Du hast keine Nahrung in dir. Warte. Es wird schon wieder dunkel. 16 Minuten schon wieder um. Wir werden jetzt mal zurück nach Hause gehen und dann werden wir uns ein Bett mitnehmen. Wenn wir ein Bett bauen, das geht so nicht weiter. Ich werde nicht schon wieder die ganze Nacht durch. Ich habe letzte Nacht erst durchmalocht. Wir können aber nochmal hier genießen, unsere schöne Brückenbeleuchtung. Und wir werden das echt nie wieder sehen. Wir werden diese Brückenpfeiler da unten nie wieder sehen. Nur wenn wir hier ganz hinten hingehen und dann hier runter glotzen, dann sehen wir, oh ja, die Brücke hat auch Pfeiler. Und ich mache mir da voll den Affen mit hier. Verdammt, wir gehen nach Hause. So. Weg ist ja Gott sei Dank gut ausgeleuchtet. Ich bin auch gar nicht mehr so hungrig. Noch was essen. Ah, lecker. Wir gehen nach Hause. Ach, hier bist du. Kuh. Oh, guck mal. Die ist schon voll gestört, weil die ganze Zeit in der Schlucht unten war. Die weiß gar nicht, wohin mit sich. Geht's dir gut? Nee, die ist voll verstört, die Kuh. Ja, aber weh, du trampelst mir in mein Getreide. Dann gibt's aber Ärger. Zu Hause, endlich zu Hause. Es ruckelt ein wenig zu Hause. Es ruckelt im Karton. Dummi wartet bestimmt schon mit dem Essen. Tür zu. Ah, verdammt, anderes Lied. Haha. Da, 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 da. Ich bin zu Hause, Dummi. Na, was machst du hier? Den ganzen Tag hier rumgestanden. Ach so, naja. Ich war auch so unterwegs. Ich schlaf mal kurz. Wir bauen uns ein Bett. Und Charlie steht da oben auf der Kiste. Naja. Mit seinen Taucherflossen ist er in der Kiste hängen geblieben. Man sieht das hier. Er ist in der Kiste stecken geblieben und wird da nie wieder rauskommen. Charlie, du wirst da nie wieder rauskommen, wenn das so weitergeht mit dir. Ein Bett bauen. Oh wei, ein Bett. Was brauchen wir für ein Bett? Wo bauen wir ein Bett? Hier, ne? Holzplanken, Rohstoffe, Türen, Betten. So ein einfaches hier. Wolle brauchen wir dafür. Wolle haben wir doch. Hier, ne? Krust. Nee, Wolle haben wir doch hier in der Wollbox, oder? Wolle. Ja, Wolle haben wir. Und Bretter habe ich auch. Da kann ich mir schon ein Bett bauen. Ich kann mir das Bett bauen. Ich kann mir auch das Bett... Nee, da brauche ich Stoff für. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Da brauche ich Metall für. Da brauche ich auch Metall für. Und eine Matratze brauche ich auch Stoff für. Ich kann mir hier so ein einfaches Bett bauen. Einfaches Bett mit einer, wenn ich das so will, groben Matratze. Sowas hier kann ich mir bauen. Machen wir noch ein Bett. Okay. Okay, ein Bett hergestellt. Restwolle wieder in die Restwollkiste. Gut. Und wir nehmen noch ein bisschen Stein mit, ne? Haben wir... Ach, wir... Pah, Freunde, ups. Jetzt habe ich ins Mikrofon gepatt. Ah, ich kann das auch so rüberziehen, ne? Wie war denn das? Kann ich das nicht auch irgendwie... Alle von der Sorte? Geht das nicht auch? Ne. Nicht wirklich, nicht wirklich. Erde brauche ich doch gar nicht. Habe ich da Erde? Ist es Dreck? Ja, ist es Dreck. Ja, es ist Dreck. Da haben wir hier eine Kiste. Daran konnte ich mich noch entsinnen, dass hier noch eine Dreckkiste war. So an solche Sachen erinnert man sich dann, ne? An so Dreckskisten und sowas. Okay, wieder zurück oder was? Ja, doch, müssen wir schon machen. Arg. Hier das Fell von dem Wildschwein war das, ne? Oder war es ein Hirsch? Ein Hirsch. Ich kann mir auch gleich hier vom Tomatenstand Tomaten mitnehmen. Ach, da sind gar keine mehr. Erdbeeren. Tomatis. So, nehmen wir uns noch mal ein paar mit. Okay, alles klar. Sollte reichen. Zurück. Schnell zurück zur Baustelle. Wir müssen noch ein bisschen was schaffen, Freunde.
Und die Kuh nähert sich gefährlich unseren Weiden, also unseren Feldern. Ich hoffe, die richtet da keinen Schaden an. Und die Kirschen stehen auch wieder in voller Blüte. Und da oben ist Eisen, ne? Ist das Eisen hier? Oder ist das Kupfer? Ich glaube, das ist Kupfer. Wir wollten auch nochmal in die Höhle da hinten reingucken, ob wir da schon waren, ne? Können wir ja gleich mal machen. Oder nächstes Mal. Hahaha. nächstes Mal. Ja, wir bauen jetzt noch so ein bisschen an den Säulen weiter, Freunde. So viel Zeit muss sein. Und ich stelle mir hier ein Bett irgendwo hin. Wo stelle ich mir das mal am besten hin? Dass man nicht so weit rennen muss, ne? Hier mal so ein Ständer stehen. Hier oben in der Werkstatt ist auch blöd. Und hier hinten ist die Ende der Ausbauphase. Also hier ist auch nichts mehr. Ja, keine Ahnung. Hier vom Kamin, hier so neben. Warte mal. Da haben wir das Bett, okay. Bett. Einmal drehen. Hier so, ne? Neben die Werkbank. Ist ja nur ein Notlager, was? Manuelles Platzieren, ja, ja. Ach so. Na, guck mal. Können wir hier dann drin ratzen, wenn es dunkel wird? Ist doch alles wunderbar. Bei Henry in der Nähe, da freuen wir uns doch. Ja, Frau Ark. Ja, Freunde, wir müssen noch weiterbauen. Ein bisschen noch. Ein bisschen müssen wir noch. Schnell nochmal zur Blockbank geeilt. Hat er sich gemerkt, da brauchen wir auf jeden Fall noch 64. Ja, ein bisschen mehr von. Und die haben wir jetzt ja auch unter die Favoriten abgelegt. Die brauchen wir nämlich auch. Favoriten ist eine super Funktion. So, zack, wieder runter. Da geht's runter. Ja, diese Folge baue ich noch an der Brücke und in der nächsten Folge machen wir dann was anderes. Da werden wir vielleicht nochmal ein bisschen erkunden. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch nicht gesehen haben hier von dieser Welt. Eine ganze Menge, glaube ich. Wir wollen aber hier diesen Pfeiler auf jeden Fall noch bauen. Und wir haben ja noch eine schwere Aufgabe. Moment. Wir müssen ja noch den Pfeiler, wenn wir... Warte mal. Der wäre ja dann hier so, ne? Das wäre ja dann so, ist richtig. Und hier so, ne? Wenn ich den jetzt hier hochführe, ist nämlich das Problem. Ach, da kommen wir noch locker hinterdurch. Da kommen wir noch locker hinterdurch. Das ist kein Problem. Doch, kein Problem. Alles ist gut. Alles ist gut. Das ist wieder dieses ewig lange Lied, ne? Und die Musik ist eh sehr leise. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu leise. Warte mal. Nee. Ich hoffe, die ist jetzt bei euch auf dem Kopfhörer nicht auch zu leise. Heute ist ja Sonntag. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Das wollte ich sagen. Macht euch einen schönen Tag. Es soll schönes Wetter werden. Alles ist gut auf der Welt manchmal. Besten Dinge sind sowieso die einfachsten. Guck mal. Da können wir uns ja noch eine Leiter. Wir wollen ja eh über noch Leitern dran machen. Dann wird das Ganze ja noch viel abenteuerlicher. Und den letzten Pfeiler setzen wir den dann hier so drunter. Ich weiß nicht, komme ich hier oben irgendwie dran? Dass man da eventuell das noch ein bisschen freikloppt da. Also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Frauen haben Haar, wisst ihr. Passt mal auf, Freunde. Passt mal auf, Freunde. Ich baue die jetzt einfach mal. Warte mal. Ja, ich sagte es ja schon. Rising World ist ein Spiel für Leute mit viel Zeit. Zack. Wir könnten doch, wenn ich jetzt hier diese komplizierte Leiter hochgehe. Diese ultra komplizierte Leiter. Jetzt könnten wir doch sagen, wir reißen hier einfach nochmal ein bisschen Stein weg, oder? Wir haben doch hier so eine spitze Hacke dabei. Da ist sie. Eine Spitzenhacke auch sozusagen. So, ich gehe noch mal ein bisschen hier auf die Kante. Ich werde da nicht runterfallen. Also ist der Plan. Das war jetzt aber viel. Ich komme dran, ich komme dran. Ah, sehr gut. So, und wenn ich jetzt sage... Wenn ich jetzt sage... Ich mache den hier. So, ne? Dann könnte ich doch sagen, ich gehe jetzt hier so runter. Ah, die kann ich ja wieder wegkloppen. Ist ja kein Problem. Mache ich natürlich nicht mit der Spitzhacke, sondern mit dem Hammer. Weil dann bleiben die Blöcke erhalten. Wow. Ach so, kann man einfach so runterspringen.
Darf man nicht so ängstlich, du darfst nicht so ängstlich sein. Da komme ich natürlich jetzt nicht ran. Klar. Ich bin zu klein. Ja, ich bin zu klein. Dafür bist du noch zu klein. Und wenn ich jetzt nämlich sage, ich mache hier, wir können ja das Ding da oben dann von oben wegreißen, ist doch kein Problem. Ist doch gar kein Problem. Ja, aber wisst ihr, was ein Problem wird? Wenn ich das jetzt hier so gerade runterziehe, na, dann haben wir hier keinen Durchgang. Dann kommen wir hier nämlich genau auf unserem Weg runter. Und wenn ich den daneben setze, dann sind die genau symmetrisch. Es sei denn, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich fange den hier an. Ich fange den hier an, unseren Poller. Da habe ich aber auch nichts gewonnen, ne? Nee, ich glaube, wir können hier keinen. Ich glaube, wir können hier einfach keinen Pfeiler hinsetzen. Kann das sein? Dass wir da uns da den Pfeiler. Ach, jetzt habe ich ihn kaputt gekloppt. Das geht manchmal, passiert manchmal. Dass wir uns hier den Pfeiler sparen müssen. Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen uns hier den Pfeiler sparen. Wir haben das jetzt ja hier oben so angesetzt, ne? Man muss sich das auch, wenn es da nicht passt, muss man sich schönreden, Freunde. Und da muss man auch mal sagen, die Brücke ist fertig. Das ist manchmal ganz einfach, wenn man irgendwo festhängt in seinem Leben, dann sagt man einfach fertig und ist froh. Die Brücke ist fertig. Die Pfeiler tragen das so. Hier könnte man natürlich jetzt mal von oben irgendwie versuchen, ob man da rankommt. Aber ansonsten ist die Brücke fertig. Da komme ich nicht ran. Die Brücke ist fertig, so wie sie ist. Zack. Wunderschön. Von oben zumindest. Okay, Bauabnahme. Hüpf, hüpf, hüpf. Das ist der internationale Brückenbautest. So wird das getestet. Brücke hält. Brücke hält, alles ist gut. Und wir wollten uns hier eigentlich durchbuddeln. Das hatte ich euch noch versprochen, ne? Dann machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt. Wir buddeln uns jetzt mal zur anderen Seite durch. Das ist ja auch viel spannender, als hier dämlich noch diese Pfeiler versuchen zu konstruieren. Ich bin da sehr zufrieden mit der Brücke. Ich hoffe, ihr auch. Ich glaube, wir müssen hier gerade durch, ne? Wir müssen hier gerade durch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie sehr mich jetzt hasst für diesen Brückenabschnitt. Für diesen unteren. Wo wir nie wieder hingehen werden, Freunde. Grubenlampe an. Glück auf, der Steiger kommt. Ich bin der Steiger übrigens. Und wenn der Steiger sagt, die Brücke ist fertig, dann ist die Brücke fertig. So. Und ich glaube, wir sind schon durch, oder? Bin ich schon durch? Ich glaube ja. Ah, nein, nicht ganz. Aber hier war doch irgendwo die andere Seite, ne? Hier wäre sie also seit. Da, sag ich doch. Ah, guck mal, sogar gleich mit Erz beglückt. Also, begünstigt. Waren wir hier schon mal drin in diesen Höhlen? Man weiß es ja nicht genau, weil ist ja wie bei Minecraft. Ist ja nicht wie bei Minecraft, wollte ich sagen. Aber ich glaube, ich war ja schon mal, oder? Wir können uns hier so lang arbeiten. Und ich hätte mir vielleicht einen Bohrhammer mitnehmen sollen. Aber so ist natürlich realistischer, ne? Also ist schöner irgendwie, so, sich so durchzuarbeiten, als mit diesem ultralauten Bohrhammer. Wir werden ihn nie wieder rausfinden. Denn die Höhlen bei Rising World sind noch um einiges komplizierter als die bei Minecraft zum Beispiel. Also jetzt nur als Beispiel. Oha. Und guck mal. Ach, guck mal. Wir kommen tatsächlich. Und ich höre eine Ziege. Oh, wie tief geht es denn da runter? Wir kommen tatsächlich in der Piratenhöhle vor allen Dingen. In der Piratenhöhle durch. Kennt er die raus? Kennt er die noch? Die wird ziemlich groß im hinteren Bereich. Kann ich das nochmal zeigen? Das ist der hintere Bereich der Piratenhöhle. Was habe ich denn hier gebaut? Die wollten wir uns irgendwann mal ausbauen. Super Idee, ne? Und die Halt ist auch schon richtig, weil das nämlich ein Riesensaal ist. Guckt euch das an hier. Ist das nicht genial, dieser Riesensaal? Da können wir einen richtig coolen
Saal rausmachen nochmal irgendwann. Ja, es gibt also einen Zugang zur Piratenhöhle. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt auch aus der Piratenhöhle raus. Weil ich den anderen Ausgang finde ich jetzt eh nicht mehr. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich in ganz ehrlicher Haut. Aber es sieht doch klasse aus hier. Unsere Piratenhöhle. Mit ein bisschen Wasser, was ein bisschen verirrtem Wasser. Naja, das fließt hier nicht rein. Keine Angst. Oh, jetzt bin ich ins Wasser gerannt. Okay, Licht aus. Zack. Okay, Brücke ist fertig. Wir können die auch mal testreiten irgendwann demnächst. Und ihr könnt jetzt mal schreiben, was ich als nächstes bauen soll. Ja, die Brücke ist fertig. Oder ob ich eine kleine Erkundung machen soll. Sehen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich bin dann mal wieder zu Hause. Machen wir jetzt einen schönen Tag mit Dummi und hier, ne? Alexander von der Kiste. Ich weiß, er hat jedes Mal einen anderen Namen. Kisten Alexander, na, steckst immer noch fest? Ich helfe dir gleich. Ich habe gleich Zeit. Und mit Dummi und steck hier mal den Ofen an und sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron aus der wunderschönen Rising World. Da oben ist noch ein richtig fetter Baufehler.